Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, die Inneneinheit für unsere Klimaanlage ist installiert. Wir können hier jetzt eine Temperatur einstellen. Ja, pass mal auf. Ich lasse das mal auf minus 4 Grad. Das reicht ja auch. Wird natürlich jetzt noch nicht erreicht, weil hier nichts angeschlossen ist. Wir müssen noch eine Außeneinheit hinstellen. Die entsteht hier mit Bauteilen und Stahl. Und Strom kriegt die auch von den Generatoren oder vom Netz hier. Kein Problem. Muss natürlich dann aber auch verbunden werden. Und dann ist das der dritte Leitungstyp. Wir haben ja einmal Sanitärleitung, wir haben Stromleitung. Und dann kommt, das ist jetzt alles Mod halt hier, ne? Dann kommt jetzt hier die Kältemittelleitung noch dazu. Und die läuft jetzt einmal hier lang. Die möchte ich eigentlich auch gerne aus einem anderen Material bauen. Es geht nicht. Okay, die kann nur aus Stahl gebaut werden. So, und die lassen wir dann hier auslaufen. Moment, ich habe jetzt Kältemittelleitung, ja, okay. Warte mal, warum dockt das hier an dieses Netz an? Es dürfte eigentlich sich nicht verbinden. Ja, wir werden das genau beobachten. Da sind die Basissicherungen. Dann kommt jetzt die Rustica Furniture für ein paar zusätzliche Deko-Elemente. Ich bin mal gespannt, wie das hier gleich aussieht. Gut, erstmal muss Stahl reinkommen. Wir haben wieder ein Gebiet freigelegt. Ja, das ist dann hier gewesen, Gott sei Dank. Der Stahl kommt halt wie gerufen. Seltene Thrombos. Zwei sogar. Männchen und, nee, zwei Weibchen. 145 Jahre alt. So, der ganze Stahl, ihr ahnt es schon, der wird hier in diese Geräte jetzt kommen. Und in die Leitung. Mika, Stufe 12 in Pflanzen. Ja, es verbindet sich nicht. Gut. Das wäre jetzt auch blöd gewesen. Korrekt verbunden hier. Rest wird noch gebaut. Jetzt kommt der Brunnen. Und wenn der fertig ist, gleich, dann werdet ihr sehen, springen diese Symbole, die gehen dann weg. Jetzt ist er nicht ganz fertig geworden. Na gut, dann halt am nächsten Tag. Was soll's? Kommt jetzt auch nicht drauf an. Ich dachte nur, jetzt könnte ich es direkt zeigen, aber ist nicht so schlimm. So, dann können wir eigentlich das Crafting wieder aufnehmen hier. Das hatten wir pausiert. Wir wollten noch ein paar Gewehre haben. Das machen wir jetzt wieder an. Und dann wollen wir Geräte ja auch auf Vorrat halten, ne? Das ist ja Ziel des Ganzen. So, hier wird schon wieder Strom generiert, wunderbar. Und wir brauchen weitere Batterien. Denn zwei Batterien bzw. ein Strang soll ja aus sein. Das ist noch zu wenig. Weil jetzt kommt die Pumpe. Jetzt ist sie fertig. Und jetzt gehen hier die Symbole gleich weg. Kein Wasseranschluss. Eigentlich ist jetzt aber Wasser da. So, ist da wieder irgendwas Neues dazugekommen, was ich nicht weiß? Mal kurz nachdenken.
Es könnte sein, dass der Abwasseranschluss fehlt. Wir müssen noch eine Abwasserpumpe haben. Sprich, wo ist es? Da, Abwasserauslauf. Den habe ich vergessen. So. Können wir natürlich jetzt hier zum Fluss legen, aber das machen wir natürlich nicht. Wir sind ja gute Menschen. Wir leiten unser Abwasser stattdessen hier rein. Das, da kriege ich es, glaube ich, nicht hingebaut. Wir leiten unser Abwasser hier oben hin. Und das wird jetzt leider auch nochmal teuer. Ich kann die Leitung über den Fluss legen. Wartet mal. In dem Fall. Das Wasser fließt von uns weg, ne? Es fließt von uns weg. Wir könnten es auch einfach hier hin machen. Dann mache ich es so. Das spart jede Menge Leitung. Das kommt da einfach mit dran. Mehr muss man nicht tun. Gut. Ich hoffe, dass das wirklich alles ist, was momentan noch fehlt. Wir werden es bald wissen. Was bereits funktionieren sollte, ist die Klimaanlage. Es funktioniert. Sie funktioniert, die Klimaanlage. Wunderbar. Dann. 200 Watt haben wir jetzt hier. 200 Watt kostet das auch. Also die, ich meine, mit Kälteerzeugung 100. Moment, was? Ich glaube, wir müssen mehr haben, weil wir erreichen hier nicht den... Der Pegel ist nicht voll. Das ist aber nicht schlimm. Wir bauen noch eine zweite dazu. Und wir brauchen jetzt mehr Stahl. Da liegt noch mal ein kleines Mini-Bisschen. Jetzt müssen wir zum nächsten Vorkommen rennen. Die Repetiergewehre sind fertig hergestellt. Leute, wir haben ein bisschen wenig Stahl hier, ne? Also so weit weg. War da ein Predator? Nein, das sind noch Pferde. Puh. Das ist weit weg. Tja, es ist, wie es ist. So, die dürfen wir natürlich wieder nicht vergessen reinzuholen. Sag mal, habe ich vielleicht unserem Tier irgendwie nicht erlaubt, rauszurennen? Tiere. Ah, wir haben die Haustierzone. Unser Hund darf gar nicht so weit raus. Ja. Das ist schon richtig. Das sollte eigentlich auch so sein. Aber der darf nicht mal hier hin, unser Hundi. Das ist natürlich Blödsinn, auch hier. Ja, weil natürlich muss er da sich bewegen dürfen. Sonst kann er nicht die Sachen für uns reinräumen. So, okay. Und das, was dann von draußen kommt, ist dann halt von draußen. Ich könnte jetzt Folgendes machen, zum Beispiel sowas. Dann holt er das auch von da weg. Jetzt geht aber Niklas gerade Phoenix-Ei. Wegen dringend tragen. Dann brauche ich die Zone da auch nicht mehr.
Ja, so schnell geht's. Durch Zone hat Niklas nichts getan. Zumindest nicht das, was wir wollten. Und uns noch gewundert. Oder ich hatte mich gewundert. Ihr wusstet wahrscheinlich Bescheid. So, ist denn das Abwasser jetzt angeschlossen? Hey, es fehlt noch... ein bisschen was fehlt noch. Doc Snyder ist im Laufrausch. Der ist jetzt richtig schnell. Es ist noch genug Holz da, also... es müsste alles fertig werden. Da ist der Auslass. Frische Wasser entnehmen wir jetzt natürlich nur von hier, falls wir es mal da entnehmen. Und ja, jetzt aber. Okay, Rustica Furniture, dann noch die Millennia Furniture. Leute, was ist denn da los? Bin ich denn zu doof dazu? So, wir haben die Rohrleitung, ist alles verbunden, ist da verbunden und nach draußen verbunden. Übersinnliches Brummen für die Männer. Warum tut's das nicht? Ich verstehe das nicht. Es müsste jetzt eigentlich halt aufhören zu blinken und funktionieren. Wie gesagt, es sei denn, es ist in der Mod irgendwas geändert worden, was ich jetzt noch nicht überblicke. Ich schaue jetzt nochmal weiter. Oh, eine Badematte, wie cool. Blitzsturm. Ach, es könnte sein, dass wir tatsächlich noch einen Wasserspeicher brauchen. Ja, ich glaube, das habe ich übersehen. Ein Wasserspeicher. Okay, brauchen wir noch einen Wasserspeicher. Da steht's ja auch. Oh mein Gott. Da steht's. Wie lange steht es da schon? Kolonie ist verschont geblieben vom Blitzsturm. Ah, Leute, 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 Leute. Ich hab's echt übersehen. Oh, hier werden gerade die Pappeln geerntet, das erste Mal. Wie viel Holz haben wir denn hier dann? Guck mal, immerhin 167, aber ist wahrscheinlich auch schon aufs Eck getragen worden, weil hier sind schon ein paar mehr Bäume weg. Ja, werden gerade neue Bäume auch gefällt. Rust baut ja nur noch an jetzt. So, okay, also, der Wasserturm. Stahl fehlt, müsste aber bald kommen. Es wäre längst da, behaupte ich mal. Jetzt machen wir das nochmal. Haustiere dürfen auch hier. Und jetzt müsste Niklas kommen und das tragen irgendwann. Jetzt trägt er gerade Heu, wandert umher. Wandert immer noch umher. Jetzt wird Holz getragen. Jetzt wird wieder Holz getragen. Okay, aber scheinbar haben wir inzwischen genug Stahl. Hier ist der Wasserspeicher, der sich jetzt füllt. Das ist der Millennium Line Furniture. Ist fertig. Dann machen wir jetzt, warte mal.
Tiefverbundwaschmaschine, Industriepumpe, ist alles sehr teuer. Gehen wir mal wieder in die Hauptforschung und forschen das Penoxicillin. So, hier sehen wir den Füllstand, das wird langsam mehr und dann ist das Wasser voll. Und jetzt werden wir feststellen, dass unsere Sanitäranlagen auch funktionieren. Die Leute können duschen, waschen und ja, Toilette. Also alles, was sein muss. Perfekt. Und ihr ahnt schon, was jetzt passiert. Wir reißen das ab, wir reißen das ab. Künftig entfällt dieser ganze Klärschlammzeug. Und zum Waschen und Kacken gehen die Leute jetzt hierher. Zum Pinkeln auch. Und unsere Kolonie ist dreckig ohne Ende. Jetzt wird wirklich mal eine Zeit lang von mir kein Auftrag vergeben. Einfach nur laufen gelassen. Und überhaupt, wie sieht es denn hier eigentlich aus mit dem Glauben? Wie weit sind wir schon? Auf 38% runter. Eigentlich könnte doch Phoenix Eye mal eine Bekehrung machen. Jetzt habe ich ihn aus dem Schlaf geweckt. Egal. Ja, hat nicht ganz funktioniert. Aber ist egal. Immerhin ist der Glaube runter auf 32%. Das ist quasi nochmal wie eine zweite Standardbekehren-Aktion hier. Und da können wir ja nicht meckern. So, worüber hat Phoenix also sich jetzt geärgert? Das muss ich mir kurz ansehen. Irgendwas war halt gerade, aber ich sehe hier nicht, was es war. Mika hat sich nicht beschwert beim Besuch der Toilette. Halt, stopp, da! Da haben wir doch wieder was gesehen. Kaltes Wasser. Ja. LP, kaltes Wasser. Ich denke, das ist es. Also, wenn die duschen, kaltes Wasser, ne? Gut. Ist der nächste Punkt. Wir werden am Wasser arbeiten. Ich brauche so einen Raum dafür. Und zwar einen, ja, wie nennt man das? Nicht Hauswirtschaftsraum, das ist im Grunde so ein, ja, ein Geräteraum. Jetzt ist eine Hitzewelle, um Gottes Willen. Klimaanlagen haben wir natürlich auch noch gar nicht installiert. Aber wir müssen gucken, dass hier die Temperatur in dem Bereich bleibt. Wir werden jetzt erstmal hier. Das machen wir jetzt erstmal. Also, ich nehme jetzt mal das Lager hier. Nee, wir machen das anders. Wir machen eine neue Lagerzone. So, hier rein. Was kommt da rein? Erstmal gar nichts. Und dann kommt da Nahrung rein. Und zwar kommen Mahlzeiten nicht rein. Also überhaupt keine fertigen Mahlzeiten, denn die kommen in den Kühlschrank. Aber das rohe Essen kommt rein. Heu kommt aber nicht rein. Pemmikan kommt von mir aus rein. Schokolade, Trockenfutter. Trockenfutter nicht. So. Und dann kommt noch rein. Nur frisches, nichts Verrottendes. Und Leichen kommen rein. Und zwar Tierleichen. Aber keine... Ja doch. Alle Tierleichen. Ist in Ordnung. Okay. Und die nehmen wir jetzt hier unten raus aus diesem Lager. Die Tierleichen, die kommen jetzt hier nicht mehr rein. Und die... Nahrung. Wir lassen hier die Überlebensrationen drin. Die wollen wir da oben eigentlich auch nicht drin haben.
sind auch aus. Ich habe da komplett aus. Okay. So, rohes Essen. Das kommt alles raus. Pemmikan kommt raus, Schokolade kommt raus, Trockenfutter bleibt hier draußen. Und jetzt muss ich nochmal eben schauen. Hergestellt. Bierwürze muss nämlich auch kalt lagern. Bierwürze, die müssen wir hier oben noch mit zunehmen. Gut, und dann soll das erstmal alles gewesen sein. Jetzt müsste jede Menge umgetragen werden, weil das hier nicht mehr reingehört. Also zumindest mal die ganzen Kartoffeln. Und da kommt Niklas auch schon und nimmt sich die erste Ladung. Und da kommen sie rein. So. Jetzt können wir den Schlachttisch auch hier rüberstellen, beziehungsweise müssen wir auch. Das macht keinen Sinn mehr, dass der jetzt da unten steht. Den stellen wir mal. Qual der Wahl immer, ne? Ich stelle ihn mal so rein. Penoxicillin abgeschlossen, wunderbar. Dann kommt als nächstes, was kommt als nächstes? Komm, ich will auch diese ganzen, wirklich, diese ganzen alten Sachen haben. Plattenrüstung, lange Klingen, Teppichherstellung wäre doch schön jetzt. Das ist immer eine gute Idee. Teppichherstellung schaltet Dinge frei, die du nicht bauen kannst, weil sie Glaubensgrundlagen erfordern, an die keiner deiner Leute glaubt. Das ist okay. Das ist okay. Oh, schön, die Wände sind geglättet. Dann können wir jetzt weitere Lampen hier installieren. Machen wir eine hier. Ja, und eine da oben, da geht's noch nicht. Und eine hier. Und wir werden wieder überfallen. Aber das ist dann was für die nächste Folge. Das sind zwei Angreifer, wenn ich es richtig sehe. Ha! Ja, oder auch nicht. Okay. Oh, das wird gefährlich. Da, Schrotflinte, Repetilgewehr, Keule, Schwert. Oder Gladius und eine Pistole und eine weitere Keule. Ja, wird lustig. Der Überfall. Und vor allem muss Phoenix einer ganz schnell weg. Den schicken wir schon mal hier hin. Okay, Leute, in der nächsten Folge machen wir den Überfall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.